Oh, hast du den Kopfhörer auf? Mann, ich hab sie nicht verkackt. Ach, Tom, ach, Tom. Hallo, meine lieben Puschels. Ich hab Tom genötigt, mit dem Video zu sein. Hi. Und alle schalten ab. Ne, wir sind gerade im Streamingraum, haben gerade gelivestreamt und dann ist uns aufgefallen, wir müssen noch kurz eine An- und Abmoderation aufnehmen, genau, für YouTube. Wir haben nämlich letztes Mal über 1,5 Stunden aufgenommen, Material, und dann haben wir gemerkt, ja, okay, ist ein bisschen viel für ein Video. Das und 30 Minuten haben das extremst runtergecuttet und trotzdem sind es noch 35 Minuten geworden. Und deswegen haben wir nämlich 2 Teile draus gemacht. Letztes Mal habt ihr den Teil gekriegt mit den Farben, wo ich die einfach nochmal kurz vorgestellt habe. Ja. Und das zweite wird jetzt zu den Pinseln sein. Genau, genau, da das Video jetzt hier. Da habe ich nämlich ganz viele Tipps zu den Pinseln, ja, gegeben, die einmal gezeigt, wie die aufgemalt und aufgetragen aussehen, vor allem was halt das Wasser- und Farbenmischverhältnis angeht. Genau, und damit geht's jetzt los, würde ich sagen. Ne? Ja, bis gleich bei der Endcard. So, und jetzt kommen wir endlich zu meinen heißgeliebten Pinseln. Ja! Push Art Body Painting Pinsel. Wir haben tatsächlich hier auf YouTube noch gar kein Video dazu gemacht, weil als sie nämlich in den Shop gekommen sind, waren sie direkt ausverkauft, weil ihr komplett steil da drauf gegangen seid. Wir hatten sie im Livestream vorgestellt. Ich hatte auch in der Insta-Story schon was dazu gesagt. Aber halt hier auf YouTube noch gar nicht großartig vorgestellt. Hey, Puschelhaare überall. Genau. Und ja, da werde ich jetzt euch ein paar Sachen zu sagen. Und zwar haben wir einmal so richtig schön feine Pinsel, den 2er- und 4er-Pinsel. Das sind 2 verschiedene Versionen von kleinen Pinseln. Dann einmal den Puschelbrush und witzigerweise, es steht sogar Puschelbrush drauf, wie unser kleiner weißer Kater mit einer kleinen süßen Tatze drauf. Weil ich fand das einfach so cute, diesen Namen Puschelbrush, und meinte, wenn wir Pinsel haben, dann will ich einen davon Puschelbrush nennen. So heißt er jetzt auch. Natürlich der größte und flauschigste. Der ist perfekt zum Grundieren von roten Flächen. Dann haben wir hier einmal einen Katzenzungenpinsel. Der heißt so, weil er halt vorne wie so eine kleine Katzenzunge abgerundet ist. Perfekt für kleine Ecken und Details. Und dann haben wir hier einmal den 12er-Rundpinsel. Der ist im Grunde ähnlich wie diese kleinen, nur halt in einer größeren Version. Der ist perfekt für so, ich sag mal, mittelgroße Flächen, wie wenn man zum Beispiel jetzt ein Skelett geschminkt hat und dann die Augen schwarz malen möchte. Dann kann man den perfekt dafür nehmen, weil der wäre ein bisschen zu grob und groß dafür. Die zu klein, da braucht man ja Ewigkeiten für, und da ist der eigentlich die perfekte Option für. Und wenn man die Pinsel hat, dann braucht man eigentlich schon gar keine anderen Pinsel mehr fürs Bodypainting. Mittlerweile habe ich echt eigentlich nur noch die hier, wenn ich Paintings mache. Ich habe mehrere davon, was halt ganz praktisch ist, braucht ihr natürlich nicht so, aber dann kann man direkt immer wechseln. Von daher ist das ein perfektes Starter-Kit. Und wenn ihr jetzt sagt, so hey, wir wollen nur ein- oder zweimal ausprobieren, dann würde ich euch am ehesten den kleinen empfehlen, denn der ist perfekt für kleine Detailsachen. Ist halt nicht wie bei normalen Make-up, sage ich mal, wo man halt diese typischen Lidschattenpinsel hat, sondern beim Bodypainting braucht man halt schon feine Pinsel, die die Farbe halt gut aufnehmen und mit denen man wirklich flächig ausmalen kann. Von daher bringen einem Make-up-Pinsel beim Bodypainting nicht so viel, und deswegen dachten wir uns, weil so viele immer danach fragen, bringen wir jetzt auch mal Pinsel raus, und ich bin so happy mit diesen Pinseln. Und übrigens sind die natürlich vegan, kein echt Tierfell hier oben, ist alles synthetisch, das unten ist Holz, aber extrem lackiertes. Denn ich zeige euch mal, wie Holzpinsel, die nicht gut lackiert sind, schnell aussehen können. Nämlich so, wenn man die lange im Wasser lässt, dann platzen die total auf. Und die hier sind sehr krass lackiert. Das heißt, da wird nichts aufplatzen, auch wenn ihr die länger im Wasser stehen lässt. Ich bin nämlich so ein Kandidat, der seine Farben nicht direkt wegräumt und seine Pinsel auch des Öfteren länger im Wasser stehen lässt. Weil ich ein Chaot bin? Nein, weil ich Künstler bin. Deswegen. So, ich werde euch jetzt als erstes mal den 2er- und den 4er-Pinsel zeigen. Und zwar sind die vom groben Prinzip sehr ähnlich, nur der eine halt ein bisschen kleiner, der 2er natürlich, und der 4er ein Tacken größer. Und da zeige ich euch jetzt mal, wie man die benutzt. Und zwar, wenn ihr Bodypainting-Farben benutzt, das ist nämlich eine Frage, die sehr oft gestellt wird, wie viel Wasser muss man nehmen? Darauf kommt es nämlich beim Bodypainting tatsächlich an, auf das richtige Wasser-Farbe-Mischverhältnis. Und zwar gehe ich immer einmal in das Wasser rein, schüttel einmal so ein bisschen, dass wirklich der ganze Pinsel komplett mit Wasser getränkt ist, geh raus, lass ein-, zweimal abtropfen, dass wirklich so 1 bis 2 oder 3 Tropfen rauskommen, je nachdem, wie groß der Pinsel ist. Bei denen sind es halt so 1, 1,5 Tröpfchen. Genau, und dann ist natürlich immer noch ein bisschen
Wasser hier oben drauf. Damit gehe ich dann schon mal in die Farbe. Verrühre das Ganze so ein bisschen. Dann gehe ich nochmal in die Farbe, mache das gleiche nochmal wie gerade. Wieder so ein bisschen abtropfen lassen. Diesmal streife ich aber den Pinsel an der Wasserkantrante ab, drehe den Pinsel einmal, mache das gleiche nochmal, sodass der wirklich nur ganz leicht angefeuchtet ist. Gehe dann wieder in die Farbe rein, mische so ein bisschen, drehe den Pinsel auch so, dass es leicht cremig wird, ähnlich wie bei Wasserfarben. Kennt man aus der Grundschule noch, dieses schön cremig rühren. Genau, und dann wird das Ganze auf die Haut aufgetragen. Ups. Genau. Und man kann mit den Pinseln natürlich das selber so ein bisschen kontrollieren, wie dünn oder wie dick die Streifchen sein sollen. Das Ganze mache ich jetzt nochmal. Und jetzt mache ich mal einen etwas dickeren Strich, indem ich den Pinsel ganz dick aufdrücke und dann etwas langsamer den Pinsel bewege. Und schon hat man mit dem Pinsel eine ganz andere Dicke erreicht. Das heißt, mit einem Pinsel könnt ihr natürlich verschiedene Anwendungen machen. Das liegt immer an, ja, der Person, die den Pinsel benutzt. Das ist einfach ein bisschen Übungssache, aber letzten Endes ist es natürlich schon gut, einen sehr dünnen Pinsel zu haben, mit dem sowas überhaupt möglich ist. So, dann haben wir hier den Viererpinsel. Da verhält sich von Handhabung ähnlich wie der Zweier, nur ist eben ein kleines bisschen dicker. So, dann haben wir hier den 14er Katzenpinsel. Und da verhält sich das ähnlich auch wie beim Zweier- und Viererpinsel, so dass man einmal ins Wasser reingeht, so ein bisschen schon das Ganze cremig rührt. Hier ist es so, dass ich nicht so mische, sondern bei diesem Katzenzungenpinsel mache ich das immer so, dass ich den Pinsel so drehe, dass er wirklich mit dem Strich die Farbe aufnimmt. Denn dieser Pinsel ist ja dafür da, wirklich flächig zu malen oder eben oben mit der Kante, ja, wie so eine kleine Haiflosse oben dünne Linien zu ziehen. Da bringt einem das natürlich nicht so viel, wenn man die Haare durcheinander wuselt. Deswegen immer schön mit dem Strich hier. Genau, so. Und dann die Farbe schön auftragen. Und da sieht man auch, dass man da richtig schön gerade Striche mit hinkriegt. Und wenn man den Pinsel jetzt so hochkant nutzt, dann kann man damit halt auch schöne, dünne Striche machen. Allerdings nur wirklich gerade. Für Schlängellinien zum Beispiel sind definitiv der Zweier und der Dreier besser. Oder für so detailreiche Sachen wie zum Beispiel bei einem Skelett die Zähnchen oder so. Das ist schon besser mit dem Zweier und dem Vierer. Aber für so etwas großflächigere Sachen ist der schon perfekt. Perfekt. So, und jetzt kommen wir zum 12er Round Pinsel und gleich dem Puschel Brush. Für die beiden empfehle ich euch, immer ein 10er mit parat zu haben, denn diese beiden Pinsel ziehen natürlich richtig Wasser in die Haare. Und ja, starten wir direkt mal hier mit dem Round Pinsel. Auch da wieder einmal rein ins Wasser, schön abtropfen lassen, bis wirklich fast nichts mehr an Tropfen rauskommt. Dann in die Farbe, einmal nass machen das Ganze. Da muss man dann nicht nochmal rein, denn der nimmt so viel Wasser auf, dieser Pinsel. Da reicht das, wenn du wirklich einmal reingehst. Dann da auch wieder ein bisschen die Farbe mit dem Wasser mischen. Dreh das wirklich immer so ein bisschen, damit der Pinsel wirklich die Farbe von allen Seiten komplett aufnimmt und sich schön das Wasser mit der Farbe vermischt. Denn nur dadurch gibt es einen richtig schön pigmentierten Farbton dann auf der Haut. Würde man jetzt, ich zeige es nur einmal ganz kurz, einfach nur kurz ins Wasser gehen, einmal rein in die Farbe und dann hier einen Strich machen, würde die Farbe einfach gar nicht so schön pigmentiert werden, weil es dann einfach das falsche Mischverhältnis von Wasser und Farbe wäre. Und wenn man das aber so, wie ich vorhin gezeigt habe, vernünftig mischt, dann gibt es halt einen richtig schön pigmentierten Strich und den will man natürlich haben. So, und jetzt kommen wir zu dem Pinsel. Ich habe ja gerade das Ganze richtig schön gemischt und dann kann man das Ganze schön auftragen. Und zwar ist das Schöne bei dem hier, dass der schöne große Flächen ausschmalen kann, aber trotzdem vorne so eine dünne Pinselspitze hat. Das hat ja dieser Katzenzungenpinsel zum Beispiel nicht. Mit dem kann man schöne Abrundungen machen, aber mit dem kann man so richtig schön in kleine Ecken rein, dadurch, dass er halt vorne diese feine Spitze hat und ist da natürlich perfekt zum Ausmalen und trotzdem dabei detailliert arbeiten können. Einfach, weil er halt vorne diese kleine Rundspitze hat und hier auch das Ganze wieder ausfaden kann. Ist quasi so ein bisschen ähnlich wie der Zweier und der Vierer, nur halt eben in viel größer und viel dichter, kann mehr Wasser und mehr Farbe aufnehmen. Genau. Und ist halt perfekt für so
mittelgroße Flächen. Genau, dann hatte ich ja gerade gesagt, dass es immer gut ist, bei etwas größeren Pinseln auch ein Zebra am Start zu haben. Und zwar hat man manchmal das Gefühl, dass doch ein bisschen viel Wasser mit aufgesogen wurde. Und dann mache ich das immer so, dass ich es einfach einmal kurz hier an dem Zebra einmal, nur wirklich nur einmal drauf halte, damit so ein bisschen Wasser weggenommen wird und man halt vernünftig weiter arbeiten kann. Denn man muss ja auch bedenken, dass in der Farbe ja dann auch Wasser schon vorhanden ist und man will natürlich nicht jedes Mal immer wieder so neu dran gehen, weil sonst wird es einfach zu viel Wasser. Und da ist es schon ganz praktisch so zwischendurch, wenn man das Gefühl hat, ah okay, jetzt ist doch ein bisschen viel Wasser, dass man da einfach so ein bisschen das Wasser wegnehmen kann mit dem Pinsel. Das ist vor allem praktisch, wenn man halt Farben ineinander mischt, aber das werdet ihr wahrscheinlich mit dem öfteren Malen irgendwann selber merken, dass man zwischendurch gerade mit großen Pinseln halt schon mal doch mehr Wasser in der Farbe hat als gewollt und genau, da einfach kurz so einen Zebra oder man kann natürlich auch einen Lappen oder so nehmen zum kurz abtropfen lassen. Genau, so, kommen wir zum Puschel Brush. Ich liebe diesen Pinsel. Und zwar werden wir den jetzt mal hier testen. Der ist halt perfekt für große Flächen und da ist es halt auch so, einmal rein, wirklich ein bisschen wackeln mit der Farbe, sag ich mal, wieder abtropfen lassen, bis wirklich nichts mehr kommt. Das mache ich eigentlich bei allen Pinseln, dass man den wirklich so kurz abtropfen lässt, ab in die Farbe rein. Da ist eigentlich am besten, wenn man den, dadurch, dass er so groß ist, dass man den am besten mit den großen Pöttchen benutzt. Kann man aber auch mit dem kleinen, mache ich deswegen jetzt extra hier mal. Auch bei dem nicht so einfach mischen, sondern schon mit dem Strich gehen, damit die Farbe sich schön verteilt. Ich mache das auch oft so, wenn man hier den Pinsel immer so links und rechts auf die Seite dreht, dass ich zwischendurch so ein bisschen wackel, seht ihr, damit die Farbe noch mehr sich in dem Pinsel verteilt, weil nur dadurch kriegt man so ein richtig schönes pigmentiertes Farbenverhältnis dann hin, also Farbenmischverhältnis mit dem Wasser hin. Und man sieht das schon, irgendwann hat man das raus, dass man schon sieht, wann die Farbe perfekt gemischt ist. Das ist halt auch einfach so ein kleiner Übungsprozess, den man mit der Zeit irgendwann drauf hat. Genau, und dann heißt es auf die Haut auftragen. Ab geht's. Boom. Riesengroße Fläche. Also ihr seht, mit dem kommt ihr perfekt voran, wenn es wirklich um das ganze Gesicht zum Beispiel geht. Oder nämlich auch kleine Ecken. Das ist natürlich auch möglich, wenn man den so von oben benutzt, dann geht das auch. Aber der ist bei mir vor allem halt der Pinsel, um ja, große Flächen zu malen. Und wenn man den jetzt mal vergleicht mit dem Zweier hier unten, da sieht man schon, das ist eigentlich eine perfekte Kombi aus den Pinseln hier, dass man wirklich von ganz klein bis ganz groß alles mit am Start hat. Und für Bodypainting ist das eigentlich perfekt. Viel größer benutzt man eh nicht. So, man nimmt ja nicht so einen Pinsel und haut sich den ins Gesicht. Oh, schön, da habe ich nicht gewartet. Ah, verschmiert. Egal. Genau, das ist eigentlich so der größte Pinsel, den ich benutze und der hier der kleinste. Und die anderen zwischendrin sind auch die Pinsel, die man je nach Painting mal mehr, mal weniger braucht. Das kommt ja immer drauf an, was man letzten Endes malen möchte. Genau, aber mit den Pinseln habt ihr auf jeden Fall ein perfektes Starter-Set für Profis und Anfänger, wie gesagt. Halten auch super lang, also wenn ihr die habt, also habt ihr wirklich jahrelang einen Pinsel, weil die echt nicht kaputt gehen. Mega gut. Genau, und das waren unsere Pinsel. Die sind jetzt auch wieder im Shop erhältlich. Die waren ja eine Zeit lang ausverkauft. Wir hatten ein bisschen Lieferprobleme wegen Corona. Ach ja, Corona, so ist es halt. Machst du nichts. Aber sie sind auf jeden Fall jetzt wieder erhältlich im Shop. So, okay. Da sind wir wieder bei der Endcard. Jetzt schon? Ja, jetzt schon. Ich entscheide. Ich würde doch gerade. Jetzt schon! Ich war gerade noch bei der Anmoderation. Jetzt bist du bei der Abmoderation. Oh Gott, das ging viel zu schnell jetzt. Ja, deswegen bist du auch nie in YouTube-Videos, nur im Livestream mit dabei. Wenn ihr Tom sehen wollt, dann der ist immer da. Sogar wenn ich mal nicht da ist, Tom ist immer da. Hi. Nur bei YouTube nicht. Da muss er hinter der Kamera sein und so filmen. Ja, aber jetzt habe ich den genötigt. Schön. Genau, also wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen, dass ihr ein paar Eindrücke und Tipps jetzt zu den Pinseln gekriegt habt, weil wir kriegen immer super viele Fragen dazu und es ist immer ganz gut, so ein Video zu haben, wo wir sagen können, yo, guckt euch das Video an, da müssen wir nicht alles zehnmal erzählen. Wir kriegen halt viele Fragen auch immer in den Livestreams zu den Farben oder den Pinseln, yo, zeigt doch die Farben nochmal oder wie trägt man die Farbe am besten aus und so und könnt ihr natürlich trotzdem immer stellen, aber ich dachte mir, so ist es halt auch ganz gut, dass man einige Fragen vielleicht schon
mit diesem Video hier beantwortet. Yes. Genau. Nächstes Painting wird dann wieder ein richtig cooles Face-Painting. Und zwar haben wir nämlich ein Ouija-Board-Painting gemacht in Gothic Pastel. Mhm. Da gab es einen Livestream. Mhm. Der hat super lang gedauert. Wir haben wann angefangen? Sonntag, ja. 17 Uhr angefangen. Und vorher waren, schon viel Arbeit mit Vorbereitung gehabt. Wir waren Dienstagmorgen quasi eigentlich erst fertig. Ich habe mit den Farben geschlafen. Also, ey, Push-Out Bunny Painting-Farben. Beste Farben. Hält auch noch. Also, wir haben alle Aufnahmen gemacht, als ich damit schon geschlafen hatte, ne? Ja, schon, ja. Genau. Ja, why not, ne? Ist ja cool geworden. Das Video seht ihr dann am Freitag, Samstag oder Sonntag, je nachdem, genau, wie schnell es fertig wird. Und es gibt wieder Patreon-Extra-Content, genau. Extra, ich habe ja das Video bis hier, also in dem YouTube-Video habe ich mich bis hier angemalt. Für die Patreon-Leute habe ich nämlich noch bis hier unten angemalt, deswegen hat das Ganze lange gedauert. Es gibt sogar noch ein Badewannen-Shooting dazu, was wir auch noch gemacht haben. Das findet ihr aber alles auf Patreon, genau. Ja. Die Fotos, da gibt es jetzt auch schon ein Vorabbild quasi. Genau, ne? Könnt ihr gerne das reinschauen. Ist jetzt schon online und findet ihr als mehr in der Infobox. Dann auch, wenn das Video draußen ist. Genau. Genau. Und damit würden wir sagen: Tschüss. Und Glocke like an, da lassen. Like da lassen, Kommentar für den Algorithmus. Immer gerne her damit. Und damit sagen wir: Tschüss. Vielleicht gleich bis im Livestream.